Hallo Leute und willkommen zurück zu Farlight Explorers. Und willkommen zurück im Chaos. Eieieiei. Ja, also wirklich schön bauen kann man mit diesem neuen System nicht wirklich. Nee, also das gefällt mir gar nicht, ja, das neue System. Ne, es müsste hier so ein T-Stück geben mit so einem Abzweig. Ja, das wäre besser. Also ein nach oben, ein nach unten und ein nach hinten und dann noch ein nach rechts, wenn ich jetzt von so aus gucke. Das wäre gut gewesen. Ne? Den hätte ich wirklich gebraucht. Jo. Weiß ich jetzt gar nicht, wie viel brauchte ich? 10? Ja, für einen Roboter? Ja. Ja, 10 Stück. So, dann können wir nämlich schon mal hier die Stahl. Ja, und diese komischen. Genau, so. Sollte eigentlich passen, so. Ja. Ja, und schon haben wir die ersten Klamotten hier automatisiert. Nicht. Jetzt bräuchten wir halt 50 Stahlträger für den ersten Extraktor. Ich meine, ich denke mal, ich würde dieses Feld dann wohl komplett für die Stahlträgerproduktion nutzen. Ja. Jo. Ja, aber wirklich, wie gesagt, also, das ist ja wirklich richtig bescheiden. Ein Eisenplanet, der aus Eisen oder zu 90% aus Eisen besteht, sagen wir mal, was da mal so ziemlich überhaupt kein Eisen vorhanden ist. Hä? Naja, ich weiß nicht, was die Entwickler sich dabei gedacht haben. Das weiß ich nicht, was die Entwickler sich dabei gedacht haben. So, 25 haben wir schon mal. Mal kurz gucken. Produktion, Extraktion. Ah, ne, brauche ich sogar nur 10 Stahl. Okay. Zwei Stück bauen. Schön. So. Wie gesagt, das Teil will ich denn halt gucken. Hat das denn? Tatsache, das hat jetzt auch schon einen Anschluss. Naja, schauen wir mal. Wie setzen wir es denn am besten? Würde ich mal sagen, eher so. Dann brauchen wir wieder eine ganze Menge Strom. Nee. Dual Bells, die konnte ich glaube ich erst sehr viel später bauen, ne? Conveyor Bells.
Eisenplatten. Weg. Wires. Curves. Hallo. Reicht noch nicht ganz. Dort reicht noch nicht ganz. Oh. Das hat er jetzt von ganz automatisch gedreht. Das ist natürlich nicht schlecht. Das fand ich jetzt natürlich nicht schlecht. So, das heißt, ich brauche Conveyor-Belt. Und eigentlich ein Longarm. Den ich jetzt noch nicht bauen kann. Da ich dazu ja die Eisen-Gears brauche. Store Age, wo bist du? Iron Ingots. Na, 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 na. Na, na. Und dass sie die Dinger jetzt so dermaßen lang gemacht haben, ne, gefällt mir mal auch so ziemlich gar nicht, ja. Das gefällt mir auch so ziemlich überhaupt nicht. Der dürfte normalerweise nicht reichen, wenn ich da jetzt einen kleinen hinsetze. Produktion Robots. Ich meine, das dürfte normalerweise nicht reichen. Ich kann da noch nicht mal einen hinsetzen. Naja. So, Conveyor-Belt. Option. Conveyor-Belt.
mal sehen würde. Licht. So, also ich muss auf jeden Fall diese Höhe haben hier. Ja, wenn ich jetzt wüsste, ob sie da den Fehler schon behoben haben. Na. Lass die Klamotten da runterfallen. Jo, was heißt Fehler? Direkt Fehler ist es ja nicht. Aber ja, nee, also das gefällt mir nicht. Dann müssten sie wirklich auch sowas machen, dass das automatisch dann halt in die Container reinfallen kann oder wie auch immer. So, da habe ich sie jetzt schon mal aufgebraucht. Brauchen die schon mal keinen Platz mehr. Sogar die Förderbänder haben sie jetzt mit diesem System gemacht. Naja. Uah, da brauchen wir noch eine ganze Ecke mehr. Dazu brauchen wir Eisenplatte, Eiseningots. Ja, natürlich ist jetzt der Strom wieder aus. Na, das war mir klar. Was brauchen wir denn jetzt schon wieder an Strom? 150 zu wenig. Eisen Ore und Copper Ore. Nee. Ja, das ist ja dann auch schon wieder die letzte Folge, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, für diese erste Aufnahmeseason. Na? Ja, stimmt. Das war jetzt die letzte Folge für diese Aufnahmeseason. Ja, aber bevor ich es jetzt vergesse, baue ich noch kurz das Solar. Den Solargenerator auf. Wenn ich auch dran denke. Oder es halt wirklich nicht vergesse. Dass wir jetzt schon zu wenig Strom hatten. Ja, den könnten wir dann halt in der nächsten Aufnahmeseason, heißt in 2 Wochen. Ja, für euch kommt die Folge natürlich früher. Aber für mich sind das halt 2 Wochen. Hallo? Ach komm schon. So. Okay. Gucken wir jetzt nochmal. Jetzt müssten wir aber wieder genug haben. So, Power. Ja. Ja, Leute. Wie gesagt, das soll es jetzt wieder gewesen sein für heute. Na, könnt ihr ja schon sehen. So langsam wird's.
Zwar alles ziemlich kompakt. Und ich komme bald an nichts mehr wirklich ran, aber. Naja. Ja, ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Über Daumen, Kommentare würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.